Hamburger Freihafen eine filmreife Kulisse. Und es ist wie im Kino. Gerade habe ich eine Liste mit Namen und endlosen Zahlenkolonnen bekommen. 34.000 oder 35.000 Namen. Jeweils mit Beträgen von zigtausend Euro. Menschen, die mit dem Finanzdienstleister AWD des Carsten Maschmeyer ihr Glück machen wollten und von denen so gut wie alle ein Fiasko erlebten. Maschmeyer, mein Name, Sie werden mich nicht kennen. Der Vulkan AWD hat erst angefangen zu ruhen. Entweder geben Sie sich mit Kleingeld zufrieden, oder Sie wollen das große Geld. Was wäre Ihnen lieber? Eigentlich habe ich das gemacht für meine Altersvorsorge. Und wir kontaktieren so lange, bis der Zusatz. Da fühle ich mich betrogen. Da fühle ich mich echt betrogen. Wir hatten keine Chance. Carsten Maschmeyer, Partner der schönen Veronika Ferres. Freund und Kumpel von Spitzenpolitikern fast aller Parteien. Viele hundert Millionen schwer. Er sagt von sich selbst, das Leben habe es gut mit ihm gemeint. Wir zeigten vor Monaten, wie Drückerkönig Maschmeyer seine Millionen gemacht, wie er tausende Kleinanleger ausgenommen hatte. Maschmeyer schlug zurück, brachte teure Anwälte gegen uns in Stellung und behauptete in Zeitungsinterviews, die verzweifelten Opfer, die wir präsentiert hatten, seien Einzelfälle im Promillebereich. Drei von 2 Millionen Kunden haben sich vor 15 Jahren mal schlecht beraten gefühlt. Die haben dafür nur 3 gefunden. Er will uns lächerlich machen und macht sich selbst lächerlich. Denn wir können in Deutschland hinfahren, wohin wir wollen. Überall finden wir Maschmeyers AWD-Opfer. Ich fahre durch Sauerland. Die Liste mit den 34.000 Namen weist mir den Weg zu einem, der vor 14 Jahren beim AWD für 50.000 Mark den Dreiländerfonds 9726 gezeichnet hatte. Einen geschlossenen Fonds, den man nicht wie eine Aktie einfach wieder verkaufen kann. Man wird zum Unternehmer mit allen Risiken. Das hatte man Gerd-Werner Gierse beim Kauf nicht gesagt. Eigentlich habe ich das gemacht für meine Altersvorsorge. Ich war damals 1997 53 Jahre alt. Mit 83 habe ich gedacht, wenn du mal ins Altenheim musst, dann täte es sicherlich gut, wenn ich etwas im Rücken habe. Das sollte mir eigentlich ein Polster geben und ein sorgloses Altern geben. Und was hat man Ihnen versprochen? Dass ich das 3- bzw. 3,5-fache rausbekäme. Also mir schwebte immer vor 170.000 D-Mark. Wollten Sie eine ganz sichere Sache oder waren Sie bereit, ein Risiko einzugehen? Ich wollte eigentlich eine ganz sichere Sache. Ich wäre also niemals, wenn einer gesagt hätte, ist ein Risiko, was du da eingehst, das hätte ich nicht abgeschlossen. Hat man Sie aufgeklärt, dass das ein geschlossener Fonds war? Nein. Wie hat man Ihnen diesen Fonds vorgestellt? Warum sollte der so gut sein? Ich war beeindruckt von der Aufmachung, von der Darstellung. Es wurde ja meine finanzielle Situation dargelegt und darüber bekam ich eine schriftliche Ausarbeitung. Das hat mich sehr beeindruckt und aus dem Grunde habe ich den abgeschlossen. Und wenn Sie jetzt sehen, dass Sie so viel Geld ausgegeben haben und dass der Wert im Augenblick jedenfalls so niedrig ist. Was fühlen Sie da? Ja, was fühle ich? Ich fühle mich verschoben. Ich fühle mich schon, zumal es mir wirklich schwer gefallen ist, nebenher so einen Fonds zu finanzieren, fühle ich mich schon arg betrogen. Ja. Ich bin schon sehr enttäuscht. Hamburg, ich gehe zur Börse. Auf dem sogenannten Zweitmarkt wird dort auch mit diesen komplizierten geschlossenen Fonds gehandelt. Alex Gadeberg, ein freundlicher Däne, leitet den Zweitmarkt. Er zeigt mir, dass der angeblich bombensichere Dreiländerfonds 9726 von Gerd-Werner Gierse
ins Bodenlose gestürzt ist. Herr Gadeberg, Anteile vom Dreiländerfonds 97-26, die 1997 gekauft wurden, wie viel Prozent sind die heute wert? Also die letzte Handelsmöglichkeit, die wir gesehen haben, also wo wir Käufer, Verkäufer zusammenbringen, da haben der Kurs so ein bisschen über 10% von dem ursprünglichen Volumen gelegen. Das heißt 90% Verlust. Wenn man das nur bezieht, sozusagen rein ausschließlich auf das Thema, wie, was habe ich ursprünglich bezahlt und was habe ich heute, was kriege ich heute, dann 90% Verlust. Das, was man natürlich berücksichtigen müsste, das ist die steuerliche Vorteile, die da drin war in der Zeit, die Ausschüttung, die waren. Aber auch wenn man das zusammenrechnet, wird man hier nicht mit einem Gewinn ausgehen. Das kann ich Ihnen schon sagen. Rentner Gierse hat Buch geführt. Auch mit allen Ausschüttungen und Steuerersparnissen bleibt immer noch ein Verlust von über 20.000 Euro. Stellungnahme des AWD? Es sind keine Anhaltspunkte für eine Falschberatung erkennbar. Maschmeyer hat seinen AWD längst an den Versicherungskonzern Swiss Life für hunderte Millionen verkauft. Aber seine Opfer leiden noch heute. Für sie ist es kein Trost, wenn der Unternehmenssprecher beteuert, der AWD von heute sei inzwischen ein ganz anderer. Ein Morgen Anfang März. Fahrt in die Hauptstadt. Ein Teil der AWD-Liste mit den insgesamt 34.000 Kundendaten habe ich dabei. Diese bislang nie gezeigte Liste, der konkreteste und eindeutigste Beweis für das Finanzdesaster, das tausende AWD-Kunden erleiden mussten. Unwiderlegbar. Gang zur Stiftung Warentest. Die warnte 10 Jahre lang bis 2006 vor fragwürdigen Finanzprodukten des AWD. Gegen Stiftung Warentest und die kenntnisreiche Ariane Lauenburg mobilisierte Maschmeyers AWD immer wieder, seine Anwälte immer wieder erfolglos. Carsten Maschmeyer spricht von Einzelfällen, die mit dem AWD schlecht gefahren seien. Stimmt das? Also von Einzelfällen zu sprechen, das ist wirklich ein Witz, weil es gibt Zehntausende von Anlegern, die vom AWD geschädigt wurden. Frau Lauenburg, wir haben Ihnen diese Liste mit ungefähr 34.000 Namen von AWD-Anlegern vorgelegt. Überrascht Sie diese Liste, überrascht Sie diese Zahl? Das überrascht mich eigentlich überhaupt nicht, weil es ist ganz klar, dass der AWD im großen Stil diese drei Länderfonds vermarktet hat. Die drei Länderfonds sind nicht gut gelaufen und sind auch am Zweitmarkt nur noch sehr wenig wert, sodass die Kunden allesamt Geld verloren haben. Bei etwa 20% der Käufer, die in der Liste stehen, haben wir festgestellt, dass die ihre Anteile mit Krediten finanziert haben, sich verschuldet haben. Ja, das ist eigentlich eine besonders schlimme Sache. Diese Fonds sind den Anlegern als sichere Altersvorsorge angeboten worden. Und dann ist ihnen gesagt worden, die haben so schöne Ausschüttungen, da können sie sogar ihren Anteil auf Kredit finanzieren und von den Ausschüttungen die Kreditkosten zahlen. Das ist dann schiefgegangen, sodass viele Leute ihre Altersvorsorge verloren haben. Wir haben vor allem zwei Banken gefunden, die Kredite gegeben haben für diese drei Länderfonds. Auf dieser Liste stehen sozusagen nur die AWD-Hausbanken wie die BHW-Bank und die Hypovereinsbank. Aber sehr oft haben die Vermittler für ihre Mandanten sozusagen noch über andere Banken diese Finanzierung organisiert. Sodass man also von mehr als 20% kreditfinanziert ausgehen muss. Ganz sicher, wenn man die Aussagen von ehemaligen AWD-Managern ernst nimmt, dann sollen das sogar bis zu 80% gewesen sein. Was ist denn daran so schlecht, einen geschlossenen Fonds mit Krediten zu finanzieren? Aus meiner Sicht ist sowas eine systematische Falschberatung. Es ist unverantwortlich, insbesondere Leuten, die keine gute Bonität haben, eine Anteilsfinanzierung vorzuschlagen. Weil in dem Moment, wo die Ausschüttungen nicht mehr fließen, können diese Leute in aller Regel ihre Kreditraten Monat für Monat nicht mehr bezahlen. Damit sind Anleger dann tatsächlich finanziell ruiniert. Auch zur Kreditfinanzierung haben wir den AWD befragt. Wir bekamen keine Auskunft. Nürnberg 1997. Verkaufstraining für den riskanten Dreiländerfonds. Banal und zugleich raffiniert.
Kennen Sie das Firmenzeichen? Ja, das ist Mercedes. Genauso ist, also was ich Ihnen zeige, ist der Mercedes unter den deutschen Kapitalanlagen. Es ist immer die gleiche Geschichte. Circa ein Drittel wird in Deutschland angelegt, circa ein Drittel in der Schweiz und circa ein Drittel in den USA. Und wir haben uns bemüht von Anfang an, das war eigentlich unser gemeinsamer Konsens, einen Markenartikel aufzubauen, wie Persil. Als ich junger Mann war, gab es den Spruch, was der Unterschied zwischen der Jungfrau und Persil? Persil bleibt Persil. So. Und genauso ist hier, Dreiländerfonds bleibt Dreiländerfonds. Wenn mich einer fragt, wie funktioniert der Dreiländerfonds, sage ich ihm gnadenlos, hervorragend. 7%, dreimal im Jahr, viermal im Jahr ein Check. Ich war Anfangsverluste, Mickey Maus. So, man kann sich hinlegen, optimale Streuung auf drei Länder, fertig. Was soll ich dem erzählen? Und er sagt, das ist ja interessant, schon mache ich alles an. So wurde auch tausenden AWD-Beratern beigebracht, mit welchen Tricks sie satte Provisionen kassieren. Beim Dreiländerfonds macht der Standardverkäufer, erklärt dem Deutschland, Schwein, der Kunde, ruhig mir eigentlich mal in Ruhe, wenn ich. Das passt ganz hervorragend, darf ich so lange Ihre Toilette benutzen. Die berühmte Verkaufskanone Axel J. Bertling hatte auch Ingrid und Klaus Benecke trainiert. Sie waren im Sauerland AWD-Vertreter, gingen dann im Streit und organisieren jetzt einen Verein der AWD-Aussteiger. Auch der gutgläubige Gerd Werner Gierse war ein Kunde von Benekes. Laut AWD wurden die Berater in den Schulungen auf die Risiken hingewiesen. Benekes hingegen, davon kann keine Rede sein. Frau Benecke, können Sie sich noch daran erinnern, was Sie damals als AWD-Vertreterin hier dem Herrn Gierse verkauft hatten, vermittelt hatten? Ja, das war damals der Dreiländerfonds, der ja präferiert war bei AWD, um den Leuten für die Altersversorgung zusätzlich zu verkaufen. Wie hoch ist der da eingestiegen, der Herr Gierse? Mit damals 50.000 D-Mark. Und was hat er Ihnen gesagt, was wollte er? Er wollte praktisch noch eine Kleinigkeit für seine Altersversorgung zusätzlich tun und dann aber abschließen und auf seine Rente praktisch warten. Das heißt, er suchte eine sichere Kapitalanlage. Richtig, genau. Hat Ihnen das auch gesagt, ich will Sicherheit? Ja, natürlich. Und Sie haben ihm trotzdem einen Dreiländerfonds vermittelt? Ja, der ist uns also von AWD als absolut sicher dargestellt worden in den Schulungen, die wir gemacht haben. Dass es überhaupt keine Risiken gibt. Das einzige Risiko wäre, dass vielleicht mal ein Part ausfallen könnte. Und dann gäbe es nicht mehr 7%, sondern 4,5% Ausschüttung. Und da sollten wir die Leute einfach fragen, ob sie damit auch leben könnten. Und das habe ich mit dem Herrn Gierse natürlich auch so besprochen. Nun sagt die Stiftung Warentest, man wusste schon in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, dass geschlossene Fonds was extrem Riskantes sind. Also das war mir nicht bekannt. Also der AWD hat immer nur Motivation gemacht, Dinge positiv gelehrt, geschult. Es wurden ja auch grundsätzlich immer Fragen aufgeworfen, also Gegenfragen. Was antworte ich dem Mandanten? Und die waren in der Schulung so, dass der Mandant eigentlich rhetorisch plattgehauen wurde. Uns war das als Verkäufern gar nicht bewusst. Haben Sie dem Herrn Gierse irgendwas gesagt? Also riskant kann es aber auch sein. Nein. Es ist uns absolut nicht als riskant dargestellt worden. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass AWD das zu 1000% geprüft hat, weil uns immer gesagt worden ist, dass in Hannover 300 Leute sitzen, die nichts anderes tun, als solche Produkte zu prüfen, auf ihre Sicherheit, auf ihre Möglichkeit, die eben den Mandanten zu verkaufen. Jetzt steht dieser Herr Gierse ja, was dieses Engagement angeht, fast vor dem Nichts. Also er hat vielleicht kriegt noch ganz wenig raus. Was fühlen Sie da? Also ich finde es ganz furchtbar, dass wir damals Leuten sowas verkauft haben, dass wir an so etwas geglaubt haben.
dass wir uns ja, ich würde sagen, praktisch haben durch die Schulung überreden lassen, so weit begeistern und überreden lassen, dass viele meiner Kollegen ja selbst so etwas gekauft haben. Ich finde es ganz schrecklich, wenn ich heute diese Schicksale miterlebe, die viele Leute haben durch die Verkäufe dieser geschlossenen Immobilienfonds eben. Sie hatten ja, wenn Sie das uns nochmal aufmalen könnten, Sie hatten ja immer so eine Art Trick, ne? Weil das dreiteilgeteilt war und da haben Sie gesagt, der Mercedes unter den Anlagen, wie war das? Wie haben Sie das gemacht? Also vom Grundsatz her, Herr Mann, dann schauen Sie mal, sagt Ihnen das etwas? Und dann sagt der Mann dann natürlich, das ist der Mercedes-Stern. Sehen Sie, und ich habe heute den Mercedes unter den Kapitalanlagen für Sie. Und zwar setzt sich das zusammen aus Wertpapieren in der Schweiz, aus Immobilien in Deutschland und aus Immobilien in den USA. Insgesamt kommen aus dem Ganzen für Sie 7% Ausschüttung heraus. Wie gefällt Ihnen das? Herr Benecke, nun sagt Herr Maschmeyer, geschlossene Fonds wurden nur verkauft Leuten, die unbedingt ins hohe Risiko wollten. Wir haben immer gesagt, hohes Risiko bzw. hohe Chancen bieten auch hohes Risiko. Also seid vorsichtig, stimmt das? Man hatte für jede Frage, die auf Risiko hätte gehen können, eine plausible Antwort, das ist nicht risikoreich. Da haben wir auch drauf gehofft und geglaubt. Dann hat man immer oft gesagt in der Schulung, glaubt ihr denn wirklich, der Herr Maschmeyer ließe sich seinen guten Namen kaputt machen? Und wenn wirklich mal was passiert, dann wird der Herr Maschmeyer dafür einstehen. Das hat man wörtlich so gesagt. Als Geldgenie feiert ihn die Bild-Zeitung. Getuntes Auto, von dem es angeblich weltweit nur ganz wenige gab. Und sehr schnell schon 10 Millionen auf dem Konto. Heute sind es viele 100 Millionen. Dabei gibt es offenkundig peinliche Beweise. Die AWD-Führung wusste schon vor Jahren, dass Tausenden ihrer Kunden Schrottpapiere angedreht worden waren. Neben der Liste hatte ich auch ein internes AWD-Protokoll bekommen. Die AWD-Führung berät die Pleite des größten Dreiländerfonds 9417. Datum des Protokolls? Der 13. September 2002. Es geht immerhin um 600 Millionen Euro. Beraten wird, wie man Anlegerklagen abwehren kann, um die Anlegerfront ruhig zu halten. Wie ein Ex-Minister wörtlich instrumentalisiert werden könnte. Und wie man die Presse zugunsten des AWD beeinflussen kann. Schnelle und leise Lösung wünschenswert. Keine Aussicht auf eine erfolgversprechende Gesamtlösung für den Dreiländerfonds. Abwehr weiterer klagewilliger Anleger durch persönliche Betreuung. Auch zum Protokoll Fragen an den AWD. Die Antwort? Man habe keine Erkenntnisse. Und was ist mit der Namensliste? Keine Stellungnahme. Geschäftsgeheimnis. In der Düsseldorfer Anwaltskanzlei Baum und Reiter. Gerhard Baum, der frühere Bundesinnenminister, und sein Partner Julius Reiter streiten seit Jahren auch für die Opfer des AWD. Sie haben ein Buch geschrieben, der Titel Abkassiert, die skandalösen Methoden der Finanzbranche. Und Carsten Maschmeyer haben Sie gleich mehrere Seiten gewidmet. Warum hat der AWD denn ausgerechnet immer diese geschlossenen Fonds an die Kunden vermittelt? Was hatte er davon? Ja, ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass in diesen Produkten eben besonders hohe Provisionen gezahlt waren. Es fällt ja auf, dass der AWD als Vermittlertruppe gerade bei Produkten mit dabei ist, die in Finanzskandalen endeten. Nehmen wir den Dreiländerfonds, nehmen wir aber auch die Falk-Fonds, die CM-Fonds. Das waren alles geschlossene Fonds? Das waren geschlossene Fonds. Und bei denen wurden durchaus 15% Provisionen bezahlt. Es geht darum, schnell den Provisionsabschluss zu bekommen, um die Finanzen des Vermittlers zu optimieren und nicht die Finanzen des Kunden. Die Dreiländerfonds, wie wichtig waren die für die Gewinnsituation des AWDs? Mit den Dreiländerfonds ist der AWD, denke ich mal,
reich geworden. Das heißt, damit ist besonders viel verdient worden. Der größte deutsche Graumarktfonds zu der Zeit war der DLF 9417 mit über 1 Milliarde Fondsvermögen. Das war damals eine riesige Nummer. Das heißt, dank dieses Dreiländerfonds konnte der AWD dann auch expandieren? So ist das. Und wenn Sie dann auch erstmal Kunden haben, dann gibt es natürlich einen Synergieeffekt und dann geht das immer weiter. Dann ist da eine Dynamik drin, dann wird ein Momentum genutzt und dann verbreitet sich das Ganze. Und dann ist es auch so, dass ja am Anfang gar nicht auffällt, dass so ein Produkt fehlgeschlagen ist. Das fällt ja erst nach einigen Jahren auf und dann wird den Leuten eine Ausschüttung gegeben. Dann denken sie, das läuft ja gut, dann kann ich auch das nächste zeichnen. Das Leben hat mich gut behandelt, sagt Carsten Maschmeyer. Ich habe diesem Land viel zu verdanken. Wenn Maschmeyer Deutschland viel zu verdanken hat, dann kann man umgekehrt nicht sagen, dass die Anleger Maschmeyer viel zu verdanken haben. Denn der AWD hat mit seinem Strukturvertrieb den Anlegern Schäden in Millionen, Milliardenhöhe bereitet. Das heißt, er hat für viele Leute das ersparte, versteuerte Vermögen verbrannt. Insofern war er nicht gut zu den Anlegern. Frankfurt, 17. Oktober 2000. Carsten Maschmeyer bringt seinen AWD an die Börse. Ein Wirtschaftsmagazin schreibt, Maschmeyer hat große Anstrengungen unternommen, um das ehedem ramponierte Image von AWD aufzumöbeln. Und jetzt eine Maschmeyer-Lektion. Zynisch vergleicht er den potenziellen AWD-Kunden mit futtergierigen Tieren. Er kommt vom Niveau an seine Evolutionskameraden Affe und Hamster wieder in die Nähe. Wenn ein Hamster 5 Körner hat, dann frisst er alle 5 auf und guckt, ob er sich noch 2 bei Nachbarhamster leihen kann. AWD-Kunden als willenlose Primaten, Opfer von Maschmeyers Drückerkolonnen. Das hatten wir vor Monaten gezeigt. In der Bild-Zeitung hielt Maschmeyer gegen. Ist der AWD eine Drückerkolonne? Nein, sagt Maschmeyer. Mehr Termine machen. Wer doppelt so viel Kunden hat, wird auch das doppelte Einkommen haben. Wer mehr rekrutiert, wird auch schneller Karriere realisieren. Sie bestimmen selbst, wie viel Sie verdienen, beziehungsweise wie schnell Sie aufsteigen. Entlarvende AWD-Trainingsvideos. Es geht immer nur um Umsatz. Mehr, mehr, mehr. Und nie um die Bedürfnisse der Kunden. Ja, Herr Meier? Spreche ich mit George Meier? Ja, das ist schön. Maschmeyer, mein Name. Sie werden mich nicht kennen. Also, Sie wollen mehr wissen, worum es geht. Interessiert Sie das wirklich so genau? Ja. Dann würde ich Sie bitten, schalten Sie doch mal Ihr Bildtelefon ein. Haben Sie nicht? Ja, dann komme ich persönlich. Sie wollen doch bauen, nicht? Sie wissen doch nicht genau, ob Sie bauen wollen. Ja, dann sollten wir das mal analysieren, ob es lohnt. Die Krönung. Der ehemalige AWD-Top-Manager Jörg Jakob toppt sogar Carsten Maschmeyer. Er schreit, juckst, grinst AWD-Vertretern 80 Minuten lang vor, wie man Beute macht. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ja. Sag, kommen Sie doch mal rein, setzen Sie sich mal hin. Kennen Sie jemanden, der zu viel Steuern bezahlt? Kennen Sie jemanden, der das Gefühl hat, dass er seine Versicherungsbeiträge optimieren kann? Kennen Sie jemanden, der daran interessiert ist, im Gesundheitsfall besser abgesichert zu sein? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Geld richtig angelegt haben? Haben Sie dem muss man auch solche Fragen stellen, weil sonst wird das so komplex in der Antwort. Haben Sie das? Ja, ehrlich. Verstehen Sie, aber Sie müssen auf den zugehen. Der fragt Sie das nicht, ob er ne sagen darf. Sie müssen auf den zugehen. Wenn ich keine Chance habe, dann schaffe ich mir meine. Halten Sie das mal fest. Wenn ich keine Chance habe, dann sorge ich aktiv dafür, dass eine entsteht. Und keiner konnte mir bisher widerstehen, wenn ich wie von der Tarantel gestochen über meinen AWD erzählt. Wir hatten keine Chance. Freundliche Maschmeyer-Interviews auf freundliche Fragen in verschiedenen Zeitungen. Aber meine Fragen wollte er nicht beantworten. Stattdessen gingen seine Anwälte auf mich los.
Pressefreiheit ist mir sehr wichtig. Beteuert Carsten Maschmeyer trotzdem. Ich hatte viele Fragen an ihn. Je mehr ich über ihn erfuhr, umso mehr Fragen wurden es. In Frankfurt bei einem öffentlichen Finanzkongress versuchte ich, die Blockade zu durchbrechen. Maschmeyer war Referent und unser Fernsehteam war ganz offiziell angemeldet und akkreditiert. Was jetzt folgt, dürfen wir nicht mehr zeigen. Ein Gericht hat es uns auf Antrag von Carsten Maschmeyer verboten. Ich ging auf ihn zu und fragte höflich, ob es ganz generell die Chance für ein Interview gäbe. Maschmeyer ignorierte mich, schwieg, sah mich nicht an. Dann auf einmal verlangt er ungehalten, jetzt sollten wir aufhören, ihn zu drehen. Danach rief er seinen Assistenten zu sich. Der richtete uns aus, wenn wir die Fragen einreichten, bekämen wir doch ein Interview. Wir haben die Fragen geschickt, das Interview aber trotzdem nicht bekommen. Ich glaube, dass Carsten Maschmeyer mit dem Geld der Anleger sehr gut lebt und dass er das sozusagen seinen Wohlstand auf dem Leid der Anleger aufgebaut hat. Und heute? Heute würde ich Carsten Maschmeyer gerne fragen, ob er mit seinen vielen 100 Millionen irgendwann einmal seine Opfer entschädigen will. Die Opfer, die auf dieser Liste des AWD stehen.